Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland. Ruf an und sag uns deine Meinung. Radio Deutschland 1, wir sprechen Klartext. CSU und CDU zurück, aber die SPD... War ja auch mal eine. Herr Dressler, die ja. SPD, das hat, also ich meine, Sie sind nächstes Jahr, ich habe es nachgeguckt, sind Sie seit 50 Jahren SPD-Mitglied. Ja, das ist richtig. Wenn dann an so einem Wahlabend wie in Bayern, obwohl Bayern nie die stärkste SPD gesehen hat, aber die Balken in die Einstelligkeit gehen, was denkt sich dann so ein langjähriger Sozialdemokrat wie Sie? Also was ich mir gedacht habe, will ich Ihnen jetzt sagen. Du musst dir die Wahlergebnisse noch genauer ansehen. Mhm. Das habe ich dann gemacht. Und da war das Erschrecken noch größer, weil die SPD in Bayern in den Wahlkreisen jenseits von Großstädten, ich bin jetzt nicht kabarettistisch angehaucht mit meinem, was jetzt kommt, mit meinem Satz, um die 5%-Hürde hat kämpfen müssen. Mhm. In unglaublich vielen Wahlkreisen um die 5%-Hürde. Und das bedeutet, wenn eine Parteiführung diesen Schuss nicht hört, dann muss ich Ihnen sagen, gehört sie ausgetauscht. Was hätte sie denn machen müssen am Sonntagabend, die Parteiführung? Ja, zunächst mal hätte sie dieses bekennen müssen. Das Schlimmste am Sonntagabend nach der Wahl an Erklärung der SPD-Führung war, der Streit zwischen CDU und CSU hat uns mit dem Wahlergebnis geschadet. Wer hat das gesagt? Ja, die ganze Führung. Pausenlos haben die das runtergebetet. Wahrscheinlich, weil ihnen nichts anderes mehr eingefallen ist. Es gibt ja auch außer der These, wir haben hier Krachen verloren und müssen wirklich ganz, ganz unten wieder von vorne anfangen, gibt es nichts. Und so ein Satz, der ist ja nicht nur einfältig, der ist ja auch einfallslos. Der Streit zwischen CDU und CSU hat unser Wahlergebnis ausgemacht. Also wie bescheuert muss man den Wähler halten, um so einen Unsinn von sich zu geben? Was hätten Sie sich denn gewünscht von Ihrer Parteiführung an diesem Abend? Dass sie an diesem Abend gesagt hat, es gibt überhaupt keinen Kommentar, außer der Tatsache, wir müssen wirklich von vorne anfangen. Hätten Sie mit einem Rücktritt übrigens gerechnet, weil wir gerade da von Rücktritten gesprochen haben? Hätte irgendjemand sagen müssen, ich übernehme für dieses Ergebnis die Verantwortung? Also jemand, der sich bewusst ist, dass er die SPD in diese Lage gebracht hat, der hätte das natürlich tun können. Und wer wäre das? Ja, die ganze Mannschaft, die Große Koalition als die Ultima Ratio gefeiert hat. Also Leute wie ich, die gesagt haben, wenn ihr in diese Koalition geht, ich werde mit Nein stimmen, habe ich gesagt, müsst ihr wissen, in nicht allzu langer Zeit holt euch das Projekt Möllemann 18% vom anderen Ende ein. Mittlerweile ist das Projekt Möllemann schon lange in der zweiten Kategorie. Wir sind schon bei 16 und 15 gewesen in den Umfragen. Ich gebe Ihnen trotzdem noch mal etwas mit, was ja uns alle bewegt hat in diesen Wochen, die tatsächlich dazu geführt haben, dass die SPD in diese Große Koalition eingetreten ist. Vielleicht wird es für Sie dann auch noch mal erinnerlicher, warum sie es getan hat. Da war eine Parteichefin, also eine, die jetzt Parteichefin ist, und die hat zwei sehr emotionale Reden gehalten und dann ist es passiert. Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen wirbt Andrea Nahles vehement in ihrer Partei für eine Neuauflage der Großen Koalition, aber nicht um jeden Preis. Die SPD wird gebraut. Beci, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Beci, sage ich dazu nur. Wir geben doch die SPD nicht auf in dem Moment, wo wir uns entscheiden, mit den anderen zu regieren. Mehrheitlich stimmen die Genossen in einer Mitgliederbefragung für das Bündnis mit der Union. War das die richtige Entscheidung? Darüber streitet die SPD seither erbittert. Der stärkste GroKo-Gegner ist und bleibt Juso-Chef Kevin Kühnert. Vor allem nach dem desaströsen Wahlergebnis der Bayern-SPD. Die Große Koalition ist Symptom eines Problems, das größer ist als sie selbst. Aber wenn wir das Gefühl haben, die Koalition ist nicht zu retten und es ist keine spürbare Sacharbeit möglich, dann muss man einen Strich darunter machen. Parteichefin Nahles aber will das nicht, zumindest noch nicht. Muss die SPD die GroKo platzen lassen, um als Partei zu überleben? Herr Dressler, Andrea Nahles hat gesagt, wir geben doch die SPD nicht auf in dem Moment, wo wir uns entscheiden, mit den anderen zu regieren. Da hat sie sich geirrt?
Sie hat sich insoweit geirrt, als sie die These daran anschließend formuliert hat: Wir werden in der Regierung die Erneuerung der Partei gleichwohl gleichberechtigt an dieser Stelle realisieren. Und alle diejenigen, die in der Politik waren, wie ich, ich habe 20 Jahre im Parlament gearbeitet, die wissen, dass man, wenn man regiert, nicht gleichzeitig in dieser Regierungsarbeit eine Partei erneuern kann, wenn die Hälfte des Regierungsprogramms, der Koalitionsvereinbarung, an die Substanz sozialdemokratischen Gedankengutes geht. Ich muss Ihnen sagen, wer die Mütterrente macht und die von Beitragsgeldern der Rentenversicherung in Höhe von 30 Milliarden Euro finanzieren lässt, der kann nicht auf der Höhe der Zeit sein, wenn er das als Sozialdemokrat unterschreibt. Wir sammeln einmal das Volksparteigerät. Die Generalthese lautet so: Eine Partei, die mal Volkspartei war, die weiß genau, dass sie ohne demokratisch legitimierte Machtperspektive keine Chancen hat, eine Wahl zu gewinnen. Ja. So, und das bedeutet mit 16% Bundesebene oder 18 oder auch 20 oder mit 10%, 12% Bayern, ist diese Machtperspektive nicht da, und dann entsteht genau das, was Sie gesagt haben. Haben Sie gerade gesagt, dass die SPD keine Volkspartei mehr ist? Nee, ist keine mehr. Natürlich. Also wenn mir jetzt einer von der Parteiführung über den Weg läuft und mir erzählen will, mit 9,7% in Bayern, mit unter 10% in Sachsen und mit 17% oder 16% auf Bundesebene in den Umfragen, seien wir noch Volkspartei, dem muss ich sagen, du hast den Schuss nicht gehört. Herr Schröder, raus aus der großen Stellen. Das ist eben die Frage, Herr Dressler. Ist das bei der SPD so, dass es ein Programm oder den Personen liegt? Also hat die ein Programm, das sie dann, egal welche Person an der Spitze ist, verkaufen könnte? Oder liegt die Programmschwäche eben auch an den Personen? Also ich glaube, die Wahrheit ist das, was Sie zum Schluss formuliert haben. Die Programmschwäche liegt auch an den... Wissen Sie, wenn eine Partei wie die SPD sich nun 20 Jahre lang oder fast, sagen wir 15 Jahre lang, dahingehend quält, ununterbrochen sagen zu müssen, glaubt sie, dass die Agenda 2010 für das Land Gutes bewirkt habe, und die SPD zu Recht die These vertreten habe, erst das Land, dann die Partei. Da muss ich Ihnen sagen, mit so einer These kann man sich natürlich auch betrinken. Und die bewirkt überhaupt nichts. Glauben Sie denn im Ernst, wenn es an die Grundsätze christdemokratischer Politik gehe, da würde jemand aufstehen, egal wie der heißt, Merkel oder anderswo, würde sagen, halt, liebe Leute, Das Land geht vor der Partei. Unsere Grundsätze müssen die jetzt dort an der Garderobe vorübergehen. Aber Sie haben doch gerade eine Beschreibung. Das gibt's doch gar nicht. Doch, Angela Merkel hat das getan. Sie hat die Atomkraft sein lassen, sie hat die Bundeswehr sein lassen, sie hat die Homo-Ehe durchgehen lassen. Also das ist doch genauso, erst das Land, dann die Partei, oder? Dann darf ich mal aus dem Innenleben meiner Partei sagen, wenn das in einer SPD so passiert, dann würde das, was man personellen Wechsel nennt, noch viel schneller passieren. Herr Amthor,